Ja, Martin, plus es ist Nazi-Pause, Zeit zum Batterien aufladen, bis es Anfang März mit den Playoffs losgeht. Wie nimmt der SCB die letzten Spiele in Angriff? Ja, sicher sind die Spiele auch Vorbereitung für Playoffs. Auf der anderen Seite ist es sicher auch für uns wichtig, dass wir im Rhythmus bleiben, dass wir die Spiele auch gewinnen wollen. Wir wollen unbedingt vorne bleiben und das zwingt uns dazu, in diesen Spielen wirklich Punkte zu holen. Und jetzt auf die letzten Spiele gesehen, wie wichtig ist eine Rangierung unter den ersten zwei in der Tabelle? Ja, grundsätzlich ist es von Vorteil, so hoch wie möglich platziert zu sein. Das hat immer Heimvorteil. Im Hinblick auf die Champions League ist sicher Top 2 sehr entscheidend. Schlussendlich ist es aber auch so, die beste Rangierung nützt nichts, wenn man den Playoff nichts daraus macht. Erik Blum, 6 Spiele bis zum Playoff-Start. Wie ist die Stimmung der Mannschaft so kurz vom Playoff-Start? Ja, sehr gut. Ich glaube, wir haben gut angefangen zu trainieren nach der kurzen Pause, die wir hatten. Und ja, ich meine, Playoffs irgendwie sind sie näher, aber doch noch weiter weg. Es ist so der Fokus, es ist immer noch, es sind 6 wichtige Spiele. Und wir wollen gut spielen, aber ja, ich meine, die Frage zurück, die Stimmung ist gut. Six matches to play until the playoff time will start. What's the most important thing now? Just playing our best hockey. Our team has to really come together and try to get some momentum built before the playoffs. And we want to be first place. That's the goal right now. Finish first place, and then we'll go from there.